Domsi TV und heute, meine Damen und Herren, ist die Sendung, die ich am meisten darauf gefreut habe. Wir haben Beizentour. Und ich muss natürlich einen Beizenführer haben, quasi, einen Führer. Und wir haben die Lea dabei, die Lea Michel. Hoi, Lea. Ja, Peter. Hallo, willkommen am Berg. Hoi. Danke, du. Wo gehen wir heute her? Von Beiz zu Beiz gehen wir heute. Das klingt extrem vielversprechend. Und dass wir nicht alleine dumme Sachen machen, hast du deine Mami genommen, oder? Heini? Ah, der Heini ist auch da. Ciao, Heini. Guten Morgen. Morgen. Geht's dir gut? Ja, ja, super, wenn ich mit dir auf Beizentour darf. Genau, und am Schluss gehen wir noch? Am Schluss gehen wir noch abfeiern, Schlager am Pistenrand, heisst das. Genau, das machen wir. Zuerst mal gehen wir jetzt einfach in Beiz, oder? Gehen wir in alle Beizen hier also. Am Berg. Gut. Wir sind im Restaurant Kabinenbahn und da ist schon richtig fast Hölle los. Wir sind jetzt am Vormittag da und wir bereiten das Mittagessen vorbereiten. Der Chef, der Sepp, ist gerade an seiner Spezialität. Sepp, was ist das? Das sind jetzt selber gemachte Schweizer Cordon Bleu, wo wir hier am Panieren sind. Machen dann noch Schnitzel, machen Spaghetti, alles, was man da gerne hat auf der Piste. Genau, so die Skifahrer-Klassiker machen wir da, Spaghetti, Napoli, Bolognese, Schnitzel, Bratwurst natürlich. Genau, die Sachen. Du, wie viel so Schnitzel hast du pro Tag und Cordon Bleu? Ja, es variiert natürlich ein bisschen. Schätzungsweise sind das etwa 100-150 Portionen. Auf jeder Sorte, eben Bratwürst, vor allem ein bisschen. Ein guter, kann ich sagen. Ein rechter Schweizer Mann, der braucht ein Servela, will so ein Servela ihn glücklich macht. Wir sitzen gemütlich hier im Restaurant. Heini, in welchem Restaurant sind wir? Wir sind hier auf dem Maschkacham, im Panorama-Restaurant Maschkacham auf 2020 Meter. Schön, und da gibt es News, gell? Ja, da gibt es ab dem Sommer einen neuen Wirt. Rosmarie und Christoph Buri kommen zu uns hier ab dem Sommer. Sie waren bis jetzt im Engadin, Berger fahren, und wir freuen uns. Das freut uns sehr natürlich. Es ist eine grosse Aufgabe natürlich von dir auch, nicht nur die Bahnen als solches zu führen, sondern gehören auch die Restaurant dazu, der Restaurationsbetrieb. Wie viele Leute arbeiten hier insgesamt? Also wir haben 6 Restaurants, die wir betreiben. Und in diesem Bereich sind 120 Leute angestellt im Winterhalbjahr. Wir machen etwa ein Drittel des gesamten Umsatzes in der Gastronomie. Nicht schlecht. Ja. In dem Fall würde ich sagen, wir haben es auch verdient, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Darum sind wir ja da. Ja, Heini, jetzt sind wir hier im Berggast aus. Da geht noch einiges in nächster Zeit. Erzähl mal. Ja, die alte Prodalp hat ausgedient und wird im guten Monat vom Rahmen abbrechen und dann hier ein völlig neues Restaurant aufbauen mit einer Investitionssumme von 7,3 Millionen. 7,3 Millionen. Und das reißt er jetzt ab und dann ist das im Laufe des Jahres, baut das auf und nächste Saison startet es schon. Ja, so ist es geplant. Das ist eine stressige Situation für alle Handwerker auch. Aber es muss im Dezember das neue Restaurant parat sein für den neuen Winter. Das Konzept? Das Konzept ist klar, alles auf einem Boden. Schönes Selbstbedienungsrestaurant mit modernster Technologie. Wir freuen uns auf das Bauwerk. Cool, komm, jetzt gehen wir noch ein Salto, ein bisschen fröhlich. Adieu. Adieu, adieu. Verdient, hä? Ja, jetzt gehen wir hier ins Alprestaurant Panel und treffen Katja. Hallo, Katja. Hallo, Katja. Hoi. Ich habe gerade Rebel bestellt. Ja, fein. Du? Aber kommt jetzt dann schon. Ja, Jesus. Kennst du Rebel? Ja, ich habe gehört davon, aber ich habe nie gegessen. Ich bin gespannt. Danke vielmals. Hallo miteinander. Saluti. Ciao. Bernie, hoi. Habt ihr es gut? Ja, du. Weg, hä? Ja.
Cool, danke. Und haben gespeisen? Gut. Wir haben gut gespeisen. Wir haben natürlich Ribel gespeisen, logischerweise. Super. Das ist ja da, glaube ich, obligatorisch bei dir. Ja, genau. Das ist deine Spezialität. Wie machst du das? Ganz kurz. Ja, da mache ich aus kalten Geschwälte. Dann ich die Ribel. Und nachher könnt ihr in Kipper, mit Fett anbraten. Salz, Zucker und Butter. Und nachher tut man die so rösten, dass es Ribel gibt, eben die Körnchen. Mhm. Und nachher kommt der weg und wird portioniert. Und dann kann man den nachher nur regenerieren und entsprechend Portionen schicken. Ja. Mit Äpfelmus und einer Schale. Das ist sehr fein gewesen. Und das kommt von da, von Flums? Das ist von da, von der armen Zeit noch. Hat man Mehl und Herdöpfel gehabt, sonst hat man fast nichts gehabt. Und dann hat man das eigentlich so für eine Woche gemacht. Und hat's immer, darum gibt man Schalen dazu, hat man immer, kann man immer wieder dünken in der Schale, dass es wieder aufweicht. Und dann ist der auch noch eine Woche noch frei. Super, danke. Mit Schlager am Pisterand, meine Damen und Herren. 13. Sendung, Flumsi TV. Das kann nur glücklich machen, 13. Glücklich können wir auch machen mit dem Wettbewerb. Es gibt einen Gastro-Gutschein zu gewinnen für über 100 Franken hier in der Flumsenberg. Und wer ist prädestiniert, um die Frage zu stellen von diesem Wettbewerb, von dieser Frage? Katja. Katja, wie heisst die Frage? Wie hat die Spezialität geheißen, die wir heute im Alt-Restaurant Panuel gegessen haben? Sind Uhren gut gewesen? Ja, ist gut. Genau. Das ist ganz eine einfache Frage. Wie immer einsenden an wettbewerb.flumsenbergbahn.ch. Wettbewerb.flumsenbergbahn.ch. Ja, ich gehe jetzt Party machen. Wünsche viel Spass. Bis bald. Tschüss. Hula Palu! Noch einmal, ganz los. Aber es ist ein Vögeli.